Hay lugares que en la ciudad guardan en secreto nuestra sombra. Todos sienten que hay rumores, como si supieran. Ja, hi, ich bin's. Ich mache heute noch mal ein letztes Tutorial bei dem schönen Herbsttag mit einem super simplen Trick, den ich aber persönlich echt total schön finde. Ich liebe so Tricks, die ganz einfach zu lernen sind, aber eine coole Wirkung haben. Ich weiß nicht, wie der Trick heißt. Ich nenne ihn jetzt einfach mal The Spinning Sun. Mal gucken, ob es passt. Ich habe ihn auch so noch nicht gefunden. Ich habe ihn bei der German Hoop Convention, hat mir die Emma den Trick gezeigt, was ich total cool fand, weil ich habe es immer gesehen und wusste nicht, wie es geht. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, wie der ausschaut. Muss ich ein bisschen nach hinten gehen, weil es geht nach oben. Und zwar ist das diese Geschichte. Ja, ganz einfach. Ich muss noch mal eine schöne Ausführung machen. Ja, wunderbar. So, wichtig ist, ganz kurz, dass ich euch das zeige. Ich greife den Hula-Hoop von außen, Daumen in Laufrichtung. Also das heißt, wenn der Hula-Hoop so eine Kreisbewegung beschreibt, quasi so rumgeht, der Daumen in die Richtung mit der rechten Hand, mache ich den Hula-Hoop in die andere Richtung, von außen greifen, Daumen in die entgegengesetzte Richtung und hier eine Kreisbewegung. Im Grunde führe ich quasi einen großen Kreis aus mit dem Hula-Hoop. Der Trick bei diesem, oder der Kniff bei diesem Trick ist letztendlich das Umgreifen hier oben. Wenn ich den Hula-Hoop hier oben habe, muss ich den ja umgreifen. Das heißt, ich drehe den und führe ihn wieder runter. So. Das heißt, der Daumen dreht einmal um 180 Grad. Das heißt, der Daumen zeigt in Laufrichtung, aber jetzt habe ich meinen Arm verdreht und kriege den Hula-Hoop so natürlich nicht runter. Deswegen drehe ich ihn einmal um 180 Grad und führe ihn einfach wieder nach unten weg. Sehr schön ist der Trick, wenn man den Hula-Hoop oben quasi auf der Harnfläche laufen lässt. Das heißt, ich führe den Hula-Hoop nach oben, mache die Hand auf, so, drehe die Hand, der Hula-Hoop dreht sich auf der Handfläche, ich greife wieder zu und führe ihn nach unten. Ich glaube, das sieht man jetzt so nicht. Also, nach oben, Hand auf, drehen und nach unten. Nochmal nach oben, hier, dem Hula-Hoop einen Spin geben, drehen und nach unten. Nochmal, drehen, Handfläche auf, ich kann das nicht langsam machen. Nochmal, aufmachen, drehen, greifen, nach oben. Drehen, Handfläche, zugreifen und wieder nach unten führen. So, ganz einfach. Ich hoffe, ihr habt das verstanden. Das ist schwierig, wenn man das so, so weit weg nicht zeigen kann. Also im Grunde, ich zeige es nochmal hier im Kleinen. Ich führe den nach oben, drehe den und führe ihn wieder nach unten. So, hier habe ich ihn. Drehen, läuft natürlich gerade und führe ihn wieder nach unten. Hier, Handfläche auf, dann gebe ich dem hier mit dem Handgelenk, der Schwung kommt aus dem Handgelenk, so ein Spin, ups, greife wieder zu und führe ihn nach unten. Also nochmal, aus dem Handgelenk, Spin, greifen, nach unten. Das war's letztendlich schon. Also, wieder an euch. Wenn ihr mögt, würde ich mich freuen, einen kleinen Kommentar, damit ich Bescheid weiß. Das war's, bis zum nächsten Mal.